Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge GTA Online. Heute haben wir eine kleine Challenge. Und zwar von dem guten Nexon. Er wollte, dass wir einen gezielten Fallschirmsprung eigentlich auf einen Lastwagen machen. Allerdings haben wir da keinen gefunden. Deshalb haben wir uns einen Bus gemietet. Einen kleinen Partybus und einen Cargo-Bob besorgt, also einen Hubschrauber. Und der Hubschrauberpilot wird dann irgendwann abspringen und gezielt versuchen, auf dem Bus zu landen. Und damit hallo und herzlich willkommen auch von mir, liebe Freunde. Wie der andere immer so schön erklärt hat, eine kleine Challenge. Würde ich sagen, verlieren wir nicht viel Zeit, starten wir. Genau. Das muss ich dich wieder runterlassen. Ich vermute es, weil Vermute. sonst, ja. Okay, dann würde ich sagen, setzen wir dich ab, ich fliege hoch. Und Zu den ich. Regeln erlaubt ist, wir müssen im Bereich des Flughafens hier bleiben. Man kann aber auch gern Offroad fahren und versuchen, dass der andere es nicht schafft, auf dem Bus zu landen. Genau. Das haben wir so als Plan ausgeheckt. Und naja, der als erstes lebend auf dem Bus aufkommt, hat gewonnen. Gewonnen, genau so ist es. Den Absprungzeitpunkt darf jeder selber festlegen. Genau. Ich schaue jetzt mal, wo du jetzt dahin fährst. Das machst du ja gleich richtig schwer zum Anfang. Natürlich. Aber. Ich würde sagen, ich hüpfe einfach mal raus. Der Bus ist ja auch verdammt schnell unterwegs, ne? Ja, ich bin voll der Noob im Fallschirmfliegen. Und das ist für meine Pumpe mir entgegen. Seh dich nicht. Wo bist du? Über dir. Das ist gut, das ist gut. Bleib da. Nein. Nein. Fahr, fahr, go, go. Nein, 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 nein. Ich bin schon viel zu tief. Nein. Hallo. Ah, nein, ich bin vorbeigefallen. Nein, Ja. fail. Naja, aller Anfang ist schwer. So, dann wechseln wir schnell die Fahrzeuge. Die Fahrzeuge, Die genau. Fahrzeuge. Die können wir ein bisschen schnell holen. Ah, nein. Jetzt hast du genau da angehalten, wo von mir ein Rennen gespeichert ist. Oh, sorry, ich kann auch umparken. Nee, geht. Geht. Ich komme, glaube ich, rein. Ja, ich bin dran. Passt. Okay. Naja, bei mir ist ein Rennen ungefähr geschätzt 5 Meter weiter links Ah ja, da habe ich auch gewesen. noch eins gespeichert. Da habe ich mehrere. Ja, ich habe hier auch so, glaube 2 oder 3 irgendwo hier auf dem Flugplatz. Auf jeden Fall ist es schwierig, wenn der Bus anhält, nochmal zu korrigieren. Man Ja. darf übrigens nicht mutwillig anhalten. Aber wenn man gegen den Stein fährt, was will man machen, ne? Ja, genau. Und auch, ich bin gerade gegen so einen tollen, was war das? Irgend so ein Holzpfosten gefahren. Der wollte partout nicht weichen. So ist das mit diesen verdammten Holzblöcken. Genau. Schauen wir mal, ob du das schaffst. Ich hoffe es natürlich nicht, weil das wäre natürlich ganz bitter. Ja. Weiß irgendwie nicht, wo du hinfliegen willst, weshalb ich einfach mal so ausspringe. Einfach mal so. Ich sehe dich auf jeden Fall nicht. Oh, Stein. Nein! Ja, fahr weg schnell. Oh Mann! Ah, warte, ich lade dich schnell ein. Das ist gar nicht so einfach. Ja, das, ja. Schon drin? Ich, nein, ich bin schon drin. Ich sitze hier hinten Ach, hin? irgendwo, Ach, da. hinten bei den Das Coolen. war gerade überhaupt nicht animiert. Auf einmal warst du weg. Einfach weggespawnt. Okay. Ach, der Bus fährt auch so langsam. Ja.
aber es ist ja auch ein Bus und kein Supersportwagen. Genau, was natürlich noch schwerer war. Schnell den Hubschrauber. Schnell irgendwo hindrehen. Nee, nicht den Hubschrauber kaputt machen. Oh nein. Wenn ich ganz knapp über den Bus rausspringe und die Falschen öffne, ist das auch nicht so klug. Nee. Glaube ich auch Habe ich nicht. das Gefühl. Frage ist halt echt, wenn man hinter dem Bus fliegen kann, das ist natürlich okay. Ich habe eher die Vermutung, man muss vor dem Bus fliegen. Dass man Davor. da, ja. Oh, jetzt hält der Bus wieder an. Ich sehe dich nicht. Bestimmt. Genau hinterm Bus. Und der Bus ist viel zu schnell, ich komme gar nicht hinterher. Verdammt. Nein. Ach Mann, das ist gar nicht so einfach. Nein. Okay, ich nehme dich noch kurz mit. Sehr schön, bin drin. Sehr schön. Ich glaube, das ist echt Also richtig, richtig schwer. Ich habe mir das es. echt viel, viel einfacher vorgestellt. Ja, ich mir auch. Und es ist die Bezeichnung Challenge wert. Auf jeden Fall nochmal vielen Dank für die tolle Idee für die Challenge. Ja. Wer natürlich noch mehr Ideen hat für Challenge, wir setzen alles um, soweit das möglich ist. Wir versuchen es zumindest. Auch wenn es Genau. anscheinend echt verdammt schwer ist. Ich habe echt gedacht, es ist viel einfacher. Ja, wenn man dann als geprüfter Busfahrer dann noch so toll ausweicht. Das ist, glaube ich, echt die Schwierigkeit. Ich glaube, wir sollten da echt mal eine Richtung festlegen, in die der Bus fahren muss. Also so im Kreis oder so. Und wenn Ja. du hier querfeldein fährst, hast du, glaube ich, gar keine Chance. Genau. Machen wir das doch einfach mal. Ich fahre jetzt immer im Kreis. Man darf weiterhin ausweichen versuchen, aber man darf nicht mehr querfeldein fahren, würde ich sagen. Okay. Sonst wird das einfach schwer. Oh Gott, das Ding hat auch einen Wendekreis. Nein! Ah, da ist er viel zu weit weg. Ja, ich habe deinen Wendekreis ein bisschen. Gib dir mal eine Chance. Jetzt fahr, fahr du. Ah, das wird nix. Das wird nix. Anscheinend doch. Ich glaube, das wird eine längere Geschichte. Genau. Aber kein Problem. Und wenn wir das über 10 Folgen ziehen, das machen wir auf jeden Fall zu Ende. Die Idee finde ich mal richtig geil. Ja. Ah, der Bus könnte echt einen Ticken schneller fahren. Ja, nein, Ja, braucht man nein. nicht. Ich habe da übrigens mal eine Frage hier vorne, vor dem Hangar. Ist jetzt eine Tankstelle, war die schon immer da? Hier, da vorne. Ja. Ja, die war schon immer da. Okay, die ist mir noch nie aufgefallen. Ich bin bis vorhin dran vorbeigelaufen und habe mir gedacht, hä, wo kommt die Tankstelle her? Okay. Also, ja, die war schon länger da. Ich weiß nicht, ob seit ganz Anfang an, aber seit ganz Anfang an, wo ich gespielt habe. Okay. Ist mir noch nie aufgefallen, aber gut. Ich bin da schon ein paar Mal gestorben, dank der tollen Tankstelle. Warten wir den Wendekreispunkt noch ab oder warten wir es nicht ab? Ich weiß es nicht. Ich glaube schon, ich lasse dich, glaube noch wenden. Nein, ich bin viel zu weit hinter dem Bus. Ach Mann. Ich glaube, wir müssen da echt die Taktik ändern. Ich pack das nicht, hier hinterher zu kommen. Keine Chance. Ich glaube, man muss da echt von vorne ranfliegen. Kann das sein? Wäre gut möglich. Das ist deprimierend. Ich habe das echt viel, viel einfacher vermutet. Aber dann kommt mit dem Fallschirm definitiv dem Bus nicht hinterher. Ja. Vermutlich halt nein. Wahrscheinlich auch nicht, wenn man seine tolle Rauchspur aktiviert.
sieht zwar toll aus, aber es gibt keinen Turbo Boost. Das wäre cool. Wenn das noch ein paar Meter bringen würde. So. Dann mache ich wieder den Busfahrer. Ah, und ich mache den Attentäter. Ich habe dir natürlich einen tollen Tipp gegeben, dass man mal von vorne ranfliegen sollte. Naja, also. Es ist auf jeden Fall nicht einfach. Das fliegt mir gleich in die andere Richtung. Okay. Das war aber auch gar nichts gar. Nee, also ich wollte eigentlich den Hubschrauber irgendwie so fallen lassen, dass er dir vor dem Bus fällt, dass du abbremsen musst. Ah, okay. Aber es hat nicht ganz geklappt. Ich weiß gar nicht, wo er überhaupt gelandet ist. Ja, irgendwo da hinten im Feld. Okay, ja. Hat nicht ganz funktioniert. Scheint so. Okay. Ja. Mal schnell rein. Attacke. Jetzt fährt er andersrum. Naja, wir haben ja, denke nur ich mal, gesagt nicht, im Kreis, ne? Genau, wir haben nur gesagt im Kreis, nicht von welcher Richtung. Breite dich doch aus. Ah! Baum! Das war auch wieder gar nichts. Oh, du bist schon wieder an. Halt mal bitte an. Ich halte.